Ja gut, bis hier kenne ich es ja auch noch so ein bisschen, ne? Also ist das entschuldigt. Oh, kommen wir da unten noch hin? Ich hoffe doch. Ich will das Item haben. Yay! Ein Trank. Okay. Nehmen wir mit. Ein Pokéball. Moment, wir hatten doch schon mal einen bekommen, oder? Nee. Was war das? Ach so, das war der Mondstein. Ah. Okay. Ach, du bist wieder. Ja. Wir versuchen es einfach mal. Ein Käfersammler, natürlich. Ja, komm. Ein Saftkorn. Ich weiß nicht, können wir das mit Tackeln? Ah, nee, warte mal, das ist Käfer. Das Wasser, glaube ich, normal gegen. Oh, ja. Okay, Härtner kannst du von mir aus ruhig einsetzen. Da habe ich nichts gegen. Oh, verfehlte. Sehr gut. Das müssen so 140 Erfahrungspunkte sein. Ungefähr. Naja, fast. Und Level 14, sehr schön. Naja, die Statuswerte gefallen mir jetzt noch nicht so. Wie? Du hattest nur ein einziges Pokémon dabei? Ah, du bist so gut für mich. 110 Pokédollar? Hm. Nehme ich mit. So, komm, verstecktes Item? Ah! So, blub. Wir haben es durch den Vetania-Wald geschafft. Sehr gut. Hast du die Büsche da gesehen? Die können von einem Pokémon geschnitten werden. Beschnitten. Oder so. Manche Pokémon leben nur im Gras. Du musst überall schauen, um die verschiedensten Pokémon zu finden. Ja, das will ich aber im Moment eigentlich nicht wirklich. Apropos Pokémon, wie schaut's denn mit unseren Pokédex eigentlich aus? Gesehen 15... Gefangen 3. Ach, guck mal an. War die Pokémon-Liga in der ersten Generation echt oben links? Oh Gott. Ich habe absolut keine Erinnerung mehr an die erste Generation. Das ist eigentlich traurig. Dabei habe ich die so gerne gespielt. Aber mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, ob der Missingo-Bug hier auch funktioniert. Das wäre echt super. Da können wir erst einmal unsere Pokémon pushen. Und mit pushen meine ich wirklich mit Steroiden vollpumpen, bis nichts mehr geht. Oh, wir müssen komplett außen rumlaufen. Kommen wir hier rein? Nein. Okay, dann nicht. Aber ich will in das Haus. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, in Häuser zu gehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir so einige Sachen bekommen können. Hm. Naja. Bis jetzt läuft ja alles noch relativ gut. Ich glaube, wir sind erst so 3 oder 4 Mal gestorben. Okay, ihr könnt ja auch mal so einen Death-Counter einrichten. So, was haben wir hier? Pokémon lernen beim Trainieren neue Attacken. Andere werden durch TMs gelernt. Hm, das weiß ich. Pokémon sind einfach zu fangen, wenn sie schlafen oder brennen. Aber nicht immer. Ja, das haben wir bei Bisasam gesehen. Wie viel KP hatte das Vieh noch? 1? Und trotzdem konnten wir es nicht fangen. Und das ist traurig. So, einmal heilen, bitte. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm bald wieder. Nein. So, es gibt nicht viele gute Trainer. Wie zum Beispiel die Käfersammler. Aber... Pewter Gymsbrock ist... Das klingt eigentlich auch total falsch irgendwie.
ist total stark. Ja, der Arenaleiter von, war das Vitania City? Nee, warte mal, Vitania City war doch die erste Stadt. Ah, da gab's ja auch dieses, schöne Lied. Psst. Weißt du was? Was ich tue? Nein. I'm spraying... Was? Spraying Repel to keep Pokémon out of my garden? Okay. Eine steingraue Stadt? Ja, es sieht auf jeden Fall, ja, ziemlich anders aus. So, wie schaut's denn mit unserem Geld aus? 540 Pokédollar, das ist, ja, viel. Nicht. So. So, ein alter Mann hat mir dieses Pokémon hier angedreht. Es ist sehr schwach und kostet 500 Pokédollar. Was? Auch schwache Pokémon können entwickelt sehr stark werden. Moment, habe ich das jetzt so richtig gelesen hier? So ein alter Mann hat mir dieses Pokémon hier angedreht. Es ist sehr schwach und kostete 500 Pokédollar. Ich habe richtig gelesen. Er hat sich ein Pokémon gekauft. Aber geil. So, wir nehmen mal zwei Pokébälle mit. Oh, und wir können Fluchtseil kaufen. Also Pokéball, Trank, Fluchtseil, Gegengift, Feuerheiler, Aufwecken und Paraheiler. Na, okay. Wir bräuchten eigentlich einiges von den Dingern, aber wir haben kein Geld. Wir sind arm. Total arm. So, was hast du denn zu sagen? Did you check out the museum? Ja. Ja, da habe ich ja schon so ein bisschen gesehen. Nidoran, Sitz. Oder Platz, irgendwas. Bobo. Okay. Alles klar. Our Pokémon's an outsider, so it's hard to handle. An outsider is a Pokémon that you get in a trade. It grows fast, but it many ignore an unskilled trainer in battle. If only he had some badges, also Orden. Also, getauschte Pokémon, ja, sind schwer zu kontrollieren, wenn man ein unerfahrener Trainer ist. Man braucht erst einige Orden, damit sie einem gehorchen. Und ich glaube, beim ersten Orden war das bis Level 20. Ja, ich glaube, bis Level 20. So, und mit dir wollen wir reden. Du bist Trainer, oder? Rocco sucht immer Gegner. Komm, folge mir. Ja, wenn du bereit bist, geh zu Rocco. Okay. So, aber vorher. Was steht denn hier? Okay, Pewter City Pokémon Arena. Leiter Rocco. Der steinsolide Pokémon Trainer. Also wortwörtlich jetzt übersetzt. Ich weiß gar nicht mehr, was im Original stand. Anscheinend kommen die Clefairies vom Mond. Ah, das sind wahrscheinlich die Pipis oder so. Oder Pipi? Hieß das Pipi? Sie kamen, als die Mondsteine auf den Mount Moon fielen. Ja, ich glaube, das waren die Pipis. So, einmal speichern. Gespeichert. So, dann schauen wir doch mal, was Rocco so zu bieten hat. Shiki. Ja. Oh, der hatte so bescheuerte Pokémon dabei. So. Haya. I can tell you have what it takes to become a Pokémon Champ. I am no trainer, but I can tell you how to win. Let me take you to the top. Okay. Alright, let's get happening. The first Pokémon out is in a match is at the top of the Pokémon list. Ah, das weiß ich doch. Also er erklärt uns jetzt... Boah, Moment. Da muss ich erstmal ganz krass husten. So, also er erklärt uns jetzt gerade, dass das erste Pokémon, was in einem Kampf eingesetzt wird, das Pokémon ist, welches wir
hier oben in der Liste als erstes haben. Also in dem Fall Shiki. Ach, im Prinzip, ja, wissen wir schon. So, verstecktes Item. Na, komm schon. Ah, kein Item. Ach ja, ich erinnere mich. Nicht weitergehen! Du bist Lichtjahre von Rocco entfernt. Ja, wenn du das meinst. Ich halte das für ein Gerücht. Ein Diktor! So, Shiki, Aquaknarre. Slash? Was, Slash, Schlitzer? Egal. Och, komm schon. 1 KP. Oder 2. Mehr ist das nicht. Yay! Erfahrungspunkte. Okay. Nein, wir möchten nicht wechseln. Ein Sandan. Okay, Aquaknarre. Ah, ich glaube, das konnte Sandwirbel. Egal, Volltreffer und tot. Erfahrungspunkte, hammergeil. Das ist eine Menge. Es misst die Entfernung, nicht die Zeit. Kuro hat 220 Pokédollar gewonnen. Hammergeil. So, als kleine Information. Natürlich misst Lichtjahre die Entfernung und nicht die Zeit. Aber trotzdem muss man ja diese Entfernung bzw. diesen Weg erstmal ja, hinter sich bringen. Und das braucht dann doch etwas Zeit. Denn Licht bewegt sich ja bekanntlicherweise ja ziemlich schnell. 299.996 Kilometer in der Sekunde, glaube ich, waren das. Also 300.000 Kilometer, so. In der Sekunde. Das passt schon. Auf die 4 Kilometer kommt es bei der Geschwindigkeit auch nicht mehr drauf an. Ja, bisschen, Lernkurs noch gemacht. Jetzt machen wir uns erstmal auf zu Rocco. Und mit unserem Shiki an unserer Seite dürfte das eigentlich kein Problem sein. So, wir wollen kaufen. Und zwar ein Pokéball. Wir müssen uns noch ein Bisasam fangen. Ja, doch, warte. Warte. Wir kaufen uns mal noch ein Antigift. Einfach um mehrere Sachen zu umgehen. Zum einen, dass wir einfach die Möglichkeit haben, falls unser Pokémon vergiftet sein sollte, es zu heilen, natürlich. Und zum anderen, falls wir doch mal einen Kampf verlieren sollten, dass wir dann nicht so viel, ja, Geld verlieren. Besser ist das. Wenn du bereit bist, gehe zu Rocco. Ja, wir sind bereit. Denke ich. So, dann wollen wir mal. Rocco. So, vorher einmal speichern. Gespeichert. Und was ich auch mal einmal machen muss, ist, Kampfanimation an. Ja, okay. Nochmal speichern. So, Rocco. Ich bin Rocco von, Arenaleiter von, Pewter City, da Gedöns. Ja. Du weißt, wo du bist. Ich glaube an die Kraft der Stein-Pokémon. Darum habe ich nur Stein-Pokémon. Willst du mich immer noch bekämpfen? Also gut. Zeige, was du kannst. Also zeig, was du kannst. So, dann wollen wir mal.